So, das ist Texas. Und was wir jetzt spielen ist Texas Hold'em! Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei den Madillo TV Open 2007. Gesponsert werden die ersten Madillo TV Open natürlich von Madillo.tv, powered by Rebellio. Und da sehen wir auch schon den ersten heute am Tisch. Simon K., unser Dealer, bekannt aus Funk und Fernsehen. Der erste Mann am Tisch, Murat die Locke, anonymer Zocker aus Abelburg. Dr. Alban, der Nächste in der Runde, Ex-Musiker, Ex-Farbiger, jetzt nur noch Ex, fährt gern BMW Cabrio. Weiterhin Fokuhila Klaus, Software-Ingenieur. Kriegt leider sein Warenwirtschaftssystem nicht zum Laufen, deswegen muss er sich hier ein bisschen was dazu verdienen oder hofft es zumindest. Und mit am Tisch unsere Uschi, auch bekannt. That Call Girl, was natürlich heute auch als Preis ausgesetzt wurde, sie weiß es nur noch nicht. So, bitte, bitte, Ruhe bitte. Es wird um Ruhe gebeten. Danke. Los geht es. Es wird gemischt, es wird gerade eben. Wir sehen hier als erstes das Kartenmischgerät von Lion Pro für zwei Decks geeignet. Faule Diele hier. Hallo, es gibt Karten. Natürlich wird es bestückt sozusagen mit Karten aus Kunststoff, aus Plastik. Diese Karten nutzen sich nicht so schnell ab wie die alten Pappkarten. Es macht nichts, wenn man was ausgeschüttet wird, darüber läuft. Stick dran. Oh, bitte. Bitte. Call. 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 Und dann natürlich ganz wichtig beim Pokern, die Chips. Jeder hat so seine Vorlieben. Mal die aus dem edlen Holzkoffer oder aus dem Alukoffer, bestückt von 200 bis 500 Chips. Mal mit Karten dabei, mit Würfeln dabei oder eben auch nur die Chips in verschiedenen Designs. Aber ich erhöhe nochmal um 10. Erhöht um 10. Gute Sie, Frau. Sie erhöht um 10. Ah, guter Mann. Ich mache erst einmal hier vor dem Albaner hier Rührace um 100. 100, auf jetzt. Das willst du dem nicht bieten lassen. Der hat doch eh nichts. Schau ihn doch an, schau ihn an. Heftig diskutiert am Tisch, eine sehr laute Runde heute. Auch eine Neuheit bei dem Madillo TV Open 2007 ist das Kamerakind ohne Kopf im Hintergrund. Alles klar, sehen wir gleich. Wo sind wir jetzt, Frau Dealer? 300. Was wird sie machen? 300. Uschi, die noch nicht weiß, dass hier heute der Preis ist. Dann gib mir mal 10 raus, Schätzchen. Können wir dann? Okay. Paul, brauchst noch 100. Danke. Sind wir endlich mal so weit hier? Dann Mann. Aber jetzt, ne? Also bitte. 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 Wir haben sowohl Schlitten aus Holz im Einsatz, als auch Schlitten aus Acryl. Beide gesponsert von unserem Hauptsponsor Madillo.tv, powered by Rebellio.com. Da scheint es schon die ersten Schlaganfälle oder Herzattacken zu geben. Eine 10 ist gefährlich. Puh. Der ein oder andere wird etwas blass um die Nase. Wir fangen an. Bitte. You are dran. Tja, was machen wir? Setzen oder nicht setzen? Wie viel setzen? Race. 400. Tja, oder auch gar nichts setzen. 400. Aussteigen. Wie? Pass mal auf, wir haben so ein schönes Set aufgebaut. Jetzt gehst du nicht bei 400 raus. Doch. Wir haben uns so viel Mühe gegeben und du gehst nicht bei 400 raus. Nein. Du gehst nicht bei 400 raus. Das Geld noch, so flach wie ich bin. Das muss ich woanders reinstecken. Tja, verehrte Zuschauer, da ist unsere Sendezeit auch schon fast wieder am Ende. Bleiben nur noch folgende Fragen zu klären. Wird Simon K., unser Dealer, auch künftig die richtige Mischung machen? Wird Murat die Locke heute wieder richtig absahen und alle Chips an sich reißen? Was geschieht mit Dr. Alban, a.k.a. Tierons 99? Wird er heute absahen oder muss er weiterhin mit dem Wagen vom Chef durch die Gegend fahren und Videos mit seiner Schwester auf YouTube veröffentlichen? Was ist mit Fokuhila Klaus? Wird er sein Warenwirtschaftssystem endlich fertig bekommen, zum Laufen bekommen? Oder muss er sich doch diese Kugel geben? Tja, und was ist eigentlich mit Uschi? Wer nimmt sie heute mit nach Hause? Nimmt sie sich selbst mit nach Hause? Wir werden es wohl heute nicht mehr erfahren. Sendezeit ist zu Ende. Ich verabschiede mich, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Wir werden natürlich morgen die ganzen Ergebnisse nachreichen. Bis dahin, einen schönen Abend noch.